herzlich willkommen in der nächsten weiteren Folge. Wir sind schon 3 Minuten an. Das ist schön. Ich habe mehr als genug Zeit, hier Folgen zu machen. Ich habe echt Energie, Digga. Hört sich zwar nicht mit unserer Sonne, mit meiner Stimme, aber ich habe wirklich Energie. Bock einfach. Überlegen mich sie noch. Zur Warnung. Captain Curry sagt, er sei einer der besten Fahrer. Wenn ihr sie abhängt, werden sie ihn nicht mehr einholen. Ja, das werden wir dann sehen. Center an Ende. Und mich dann ins Bett zu. Ja. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Na, also. Ich hab ihn gefunden. Oh. Boah, du Huren, Alter. Ach komm schon, du willst es mir schwer machen, ha? Huh? Du Scheißkerl! Lass ihn nicht entkommen, Deke. Fast verkackt wieder. Na, wie geht's dir, Kumpel? Ein ganz schön chaotischer Tag für dich. Genau nach deinem Geschmack, hä? Du kriegst mich nicht lebend. Hä? Weißt du, das hab ich doch schon. Wobei mir das eigentlich ziemlich egal ist. Gottverdammte Anarchisten. Ja. Colonel, ich hab ihn. Ich übertrage jetzt die Koordinaten. Gute Arbeit, Corporal. Die Wasserschädling. Lass mich nicht zurück! Zum Teufel steckst du. Moment mal, waren das etwa deine neuen Kumpel? Scheiße. Wo zur Hölle bist du, Myers? Ah, okay, warte. Warum ist das Camp? Anarchisten. Okay, ich muss aufpassen. Da sind Männer! Ich sehe sie! Das ist ein Frissbleifenwichser! Nein! Haben sie! Vielleicht da oben. Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Schnapp dir das Schwein! Er hat gewonnen! Ah. Was haben wir hier? Was? Ah.
Geht doch. Was ist denn? Reden, aber los, ich geb dir Deckung! Ich lasse ihn. Ich muss nachladen! Ist sie deine Lampe? Jemand wurde getroffen! Krieg ich denn die ganze Zeit die Schüsse ab? Ob der jetzt hinter mir ist? Zeit durch die Gegend. Rückzug, ich brauch Deckungsfeuer. Ich brauch Deckung. Los, in Deckung. Scheint so, als wären das jetzt die letzten. Das sieht nicht aus wie ein irgendwie. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier so einen Bunker oder so. Nein, wirklich mal. Na klar, das passiert jetzt, genau jetzt. Auch immer genau, wo die springe. Colonel, mache Meldung. Hat die Patrouille den Gefangenen? Corporal, leider nicht. Als sie bei ihm ankam, war er tot. Gift. Er hat sich umgebracht. Wir wissen nicht wie. Es tut mir leid, Sir. Schon gut. Alles, was er über uns wusste, starb mit ihm. Ja, Sir. Sir John. So, dann haben wir jetzt 10 Missionen abzugeben.
Colonel Garrett. Sir? Corporal St. John, richtig? Ja, Sir. Ich habe den Fahnenflüchtigen gefunden. Private Myers, und hier ist Ihre Bibel. Und der Allmächtige habe das letzte Wort. Haben Sie ihn lebend hergebracht? Am Sammelpunkt wartet schon eine Schlinge auf ihn. Nein, Sir. Die Anarchisten waren vor mir da und folterten ihn zu Tode. Bedauerlich. Doch Gottes Wille ist Gottes Gerechtigkeit. Ja, Sir. Weitermachen, Corporal. Hey, Dick. Corporal. Sarge. So. Und willst du mal probieren? Wer dient dich? Danke, Corporal. Wir sind giftig. Ich hoffe, du warst vorsichtig. Das ist giftig. Ja, sicher doch, Ma'am. Hör zu, ich habe einen Plan. Ich kann jetzt nichts erklären, aber wenn ich das nächste Mal herkomme, musst du fluchtbereit sein. Okay? Corporal. Ich habe dir gar nicht gedankt. Weitermachen. Was? Stand, I never stop at you. Naja. Hey. Hey, Mann, wie geht's dir? Mehr habe ich nicht gefunden. Oh. Mann, was haben wir denn da? Oh. Bruder, du bist ein Lebensretter, Mann. Jederzeit. Danke. Brauchen Sie sonst noch was, Weaver? Weaver, brauchen Sie... Großartig. Hey, Corporal St. John! Du bist einer von den Guten! Du bist wie ein Bruder für mich! Ich hier vor euch. Okay. Und beklagte den Verlust von... Dann geht's jetzt wohl weiter. Unserem einzigen Arzt und meinem guten Freund. Und für welche große Sache hat er sich geopfert? Nur damit ein Junkie... Wenn wir uns gleich noch einen Kaffee einschließen. ...Hai werden konnte. Jimenez starb, weil er sich zwischen einen Junkie und seine stellte. Ach ja. Und dann... Okay. Ich habe Maßnahmen ergriffen, damit das nicht mehr vorkommt. Dauert sowieso ewig noch. Zu ihrem eigenen Schutz. Die Lieutenants Whittaker und Weaver werden in der Arche ab jetzt streng bewacht. 24 Stunden am Tag. Ab heute gilt: Personen, die über großes Wissen verfügen, das nicht zu ersetzen ist, Mechaniker, Ingenieure, Forscher, medizinische Kräfte, werden von ihrer Pflicht entbunden und in die Arche verlegt, bis dieser Krieg vorbei ist. Von jetzt an darf die Arche niemand mehr ohne ausdrückliche Sondererlaubnis betreten. Diese Erlaubnis kann nur von mir ausgestellt werden. Ausnahmen sind nicht möglich. Leider muss ich erkennen, dass die Freaks niemals unsere echten Feinde waren. Sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschheit
die vollkommen degeneriert ist und in Sünde lebt, ist unser wahrer Feind. Behaltet eure Nachbarn im Auge. Das Böse ist unter uns. Okay. Ist das die einzige Mission, die er noch macht? Ja. So, dann schalte ich jetzt mein Bier in die Kaffeemaschine an. Ich krieg langsam Halsschmerzen. Ich werde krank, ich merk's. Ja. Also, ich werde jetzt hier einen Cut machen. Da werde ich meinen heißen Kaffee anknüssen. So wie quasi einen Tee. Besser. Und dann werden wir auf jeden Fall weitermachen. Ich freue mich, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich habe das schon vergessen. Ein Augenblick, ich halte kurz das Video. So, na dann, springen. Das Ganze. Okay. Ich hatte eine Offenbarung. Gestern kam eine neue Gruppe Rekruten hier an und sie wurden bereits vereidigt. Sie kommen von weit her, aus Osten, Westen, Süden und Norden. Ihre Ankunft an diesem Ort zu dieser Zeit ist kein Zufall. Sie berichten uns von weiteren Camps. Wie das im Süden, das wir gesäubert haben. Camps von degenerierten, Drogenabhängigen, Dieben und Mördern. Wir werden bedroht. Wir alle. Jeden Tag leben wir im Schatten des Todes. Doch diesen Schatten werfen nicht die tollwütigen Freaks, die uns umgeben. Sie sind Teil von Gottes Plan. Sie sind Teil von Gottes Strafe. Nein! Nein! Es sind nicht die Freaks, die drohen, uns zu vernichten. Es sind unsere Mitmenschen. Wie Noah. Vor uns bauten wir eine Arche zur Rettung der Menschheit. Für die Rettung des Wissens zum Wiederaufbau, wenn die Flut sich zurückzieht. Doch in dieser Zeit, hier am Ende der Welt, lässt Gott nicht die Ozeane ansteigen, um in einer Flut die Verdammten zu ertränken. Es gibt keine Taufe durch das Wasser. Nein, in dieser Endzeit sind wir die Flut? Wir ziehen aus, um die Welt zu taufen. Mit Feuer! Heute beginnt unser heiliger Krieg gegen jene, die Gottes Zorn erregt haben. Wir ziehen nach Norden. Wir finden die Verdammten und säubern. Abraham, St. John, komm. Okay, ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Und zwar jetzt sofort. Mir deine Koordinaten. Zu den Degenerierten und erledigt. Warte, wo bist du? Mitten im Crater Lake, Wizard Island, das Milizlager. Ist die Panzerfaust deaktiviert? Ah, shit, noch nicht. Mach ich jetzt. Guck mich an, wenn du bereit bist. O'Brien, Ende. Okay, dann mal los.
Ich muss irgendwie zu den Panzerfaschen. Wo könnten die sein? Bei den Türmen. Bestimmt bei den Türmen. Ganz genau. Geht weiter. Aber andere Camps angreifen? Das ist heftig. Komm schon, du verdammtes Scheißteil. Okay. Ja, das sollte klappen. Jetzt muss ich zu Sarah. Sarah, Lieutenant Whittaker, kommen. Verdammt. Halt durch, ich komme. Jetzt ist die bestimmt nicht am Posten. Kannst du das nicht, was auch immer du da tust, draußen machen? Befehl vom Colonel. Ich soll sie ständig im Auge behalten. Ach, tja, scheiß auf seine Befehle. Hey, nicht so vorlaut. Die Dinge ändern sich hier und wer seine Befehle nicht befolgt... Sind wir sicher? Alles klar, die Luft ist rein. Okay. Was ist der Plan? Du musst deine Sachen packen, wir gehen. Wie sollen wir hier rauskommen? Es sind überall Wachen. Vertraust du mir? O'Brien, ja. Wir steigen jetzt auf den Gipfel und wir haben nur einen Versuch. Verstanden. O'Brien, Ende. Wer ist O'Brien? Wo gehen wir hin? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Hast du alles? Wir kommen nicht zurück. Ich bin fertig. Gehen okay, bleib bei mir. Und wenn uns jemand sieht... Nein. Dass du den Zettel nicht gelesen hast. Warte, wer ist O'Brien? Wie bringt er uns hier raus? Wie gesagt, über ihn habe ich dich gefunden. Er war einer der Nero-Leute in dieser Nacht, als ich dich in den Heli gesetzt habe. Nero? Ja, ich weiß. Oh, Scheiße, Weaver. Nein, 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 den da. Den Kanister. Genau. Private, hören Sie überhaupt zu? Konzentration, Mann! Der Kanister, der da! Los! Hoch! Und ich will ihn nicht umfallen sehen. Mhm. Er hat uns freigelassen, Weaver, Mann. Scheiße, mehr Wachen. Okay, warte. Wer ist das mit der Wache? Warte, warte, warte. Hey, komm schon. Gehen wir außen rum. Er hat uns freigelassen, Weaver, Mann. Scheiße, mehr Wachen. Okay, warte. Hey, komm schon. Gehen wir außen rum. Okay. Dieser O'Brien aus dem Nero-Heli, kommt der hierher? Ja, hör zu, das ist eine lange Geschichte. Wenn wir in Sicht... Hier. Scheiße. Aber warum... Mich sehen sie immer, mich aber... sie aber nicht. Cringe, wa? Er hat uns freigelassen, Weaver, Mann. Scheiße, mehr Wachen. Okay, warte. Hey, komm schon. Gehen wir außen rum. Okay. Dieser O'Brien aus dem Nero-Heli, kommt der hierher? Ja, hör zu, das ist eine lange Geschichte. Wenn wir in Sicherheit sind, erzähle ich dir. Sieh noch eine Wache. Alter, mich erwischen sie immer. Das ist nicht mehr normal. Er hat uns freigelassen, Weaver, Mann. Scheiße, mehr Wachen. Okay, warte. Hey, komm schon. Gehen wir außen rum. Okay. Dieser O'Brien aus dem Nero-Heli, kommt der hierher? Ja, hör zu, das ist eine lange Geschichte. Wenn wir in Sicherheit sind, erzähle ich's dir. Sie fliegen also noch? Dann haben die bestimmt Ressourcen, Labore, Ausrüstung. Keine Ahnung, hör zu, also die haben sicher was. Frag am besten O'Brien, wenn du ihn siehst. Noch eine Wache. Warte, ich lenk sie ab. Sei vorsichtig. Soldat, was machen Sie da? Tut mir leid, Ma'am. Hier ist Sperrgebiet. Sie widersprechen Ihrem Offizier. Wissen Sie, was Sie bei Befehlsverweigerung erwartet? Wir haben schon Soldaten für weit weniger gehängt. Das wissen Sie sicher. Der Colonel selbst schickt mich, Soldat. Ich soll Ihnen mal auf die Finger schauen.
Ihnen ganz persönlich. Wissen Sie, was das ist? Sei vorsichtig. Du willst mit mir nach Lost Lake kommen, aber ich dachte, wir fahren nach Cloverdale. Okay, wir haben es geschafft. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er, Brian? Er kommt gleich. Wir müssen... Meine Herren, dies ist der Gipfel des Berges. Beachten Sie die wunderbare Aussicht. Oh, Lieutenant. Ich zeige unseren neuen Rekruten hier gerade die Insel. Wir wollten gerade runter in die Arche. Kommen Sie doch mit. Meine Herren, das ist Lieutenant Whittaker. Sie leitet den Teil des Forschungsteams, das den Einsatz von Gift gegen unsere Feinde untersucht. Oh ja. Verräter! Hey, nein! Nein, zurück! Hinterher! Eddie! Schießen! Feuerfrei! Feuerfrei! Was ist hier los? Das war die letzte Chance. Hast du das gesehen? Matt, ich wollte Ihnen gerade sagen, hören dass Sie wir nicht auf Sie. Besorgungs- er ist ein Mörder und ein Spion. Warum sollten Wissen Sie ihm mehr Camp, glauben als mir? Sie erzählt kennen hat? Mich, Matt. Iron Mike, der Anführer des Camps Lost Lake, hat ihn das geschickt. Das ist völliger Verstehen Schwachsinn. Verstehen Sie? Ich kenne dieses Arschloch nicht mehr. Colonel, Sie müssen mir glauben. Es reicht! Okay. Ich höre. Ich schwöre Ihnen, er ist ein Spion. Doch, Matt, der Kerl ist verrückt. Sie kennen ihn doch gar nicht. Er taucht hier einfach so auf und Sie wollen aus ihn welchem glauben. Camp soll ich deiner Meinung nach kommen? Sie glauben, Lost ich lüge? Ist es das? Ich lüge nicht. Er soll seinen Rücken zeigen. Was? Ha? Zeigen Sie was Ihren Rücken! Was reicht jetzt? Das ist die letzte Warnung. Wir werden der Sache jetzt auf den Grund gehen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Captain Khoury, sagen Sie, ist das das 8. oder 9. Gebot? Ich weiß es nicht genau, Sir. Sagen Sie, was Sie wissen. Keine Lügen, Sohn. Ich merke das. Im Lost Lake Camp hatte er eine Frau angegriffen. Was zur Hölle redest du? Corporal! Er hatte dabei kein Hemd an. Der Mistkerl hat eine Tätowierung auf seinem Rücken. Was Satanisches. Eine Art Hund, ein toter Hund, der sich durch eine Kette beißt, als wäre sie aus Butter. Ich zog ihn von ihr weg. Er war betrunken und wehrte sich. Aber wer weiß, was ohne mich noch passiert wäre. Er soll seinen Rücken zeigen. Und dann sehen wir, wer ein verdammter Lügner ist. Tut mir leid, Colonel, die Fresse ist etwas sowas von... Umdrehen. Sie tragen ein Bildnis des Cerberus, dem Hund des Hades. Wie passend, dass man sie entdeckte, als sie der Unterwelt entstiegen. Aber sie sind nicht Cerberus, nicht wahr? Deacon St. John. Sie verbergen sich hinter heiligen Namen. Ich habe niemandem was getan. Die Wahrheit ist, er wurde aus dem Camp geworfen. Hören Sie mir zu! Was ist mit Ihnen, Lieutenant? Wie praktisch, dass Sie bei dem Drifter waren, als der Nero-Helikopter vorbeikam. Colonel, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie waren in einem Nero-Camp, das überrannt wurde. Wie lange spionieren Sie schon? Wie lange? Matt, ich schwöre, ich habe nicht... Mehr Lügen! Das erwarte ich von Driftern. Von Typen wie ihm erwarte ich, dass sie mich betrügen. Aber ein Offizier... Colonel... Ich war's! Ich war's! Colonel, ich hab gelogen. Sehen Sie in meiner Tasche, da ist das Funkgerät drin. Ich hab sie angefunkt. Und ich hab sie angelogen. Ich belog den Lieutenant. Ich sagte, dass ich Hilfe bräuchte, um was zu überprüfen. Die Wahrheit ist, ich wollte nur eine Geisel. Deacon St. John, Drifter. Bist du da? Hier ist Nero, hier ist...
O'Brien, Drifter. Tut mir leid. Corporal St. John ist nicht verfügbar. Moment. Wer ist da? Manchmal wird bei der Suche nach der Wahrheit das Blut Unschuldiger vergossen. Ja, wir haben schon 30 Minuten. Verzeihung, meine Liebe. Entlasst Private Sarkozy, stimmt das? Ja. Und Curry, sperren Sie den Drifter weg. Morgen um 0700 wird er verurteilt. Und er wird hängen. Lieutenant, das reicht. Wir haben zu tun. So. Erzählen Sie mir doch vom Lost Lake Camp. Ja, Sir. Alles, was Sie wissen wollen. Lieutenant? Bitte. Na los. Aufstehen. Habe ich mir auch gedacht. Was? Gut. Ich wusste doch, dass Sie atmen. Leck mich. Das wollte ich hören. Das heißt, Sie sind wieder voll da. Okay. Warum? Dieses Tattoo. Ein Hundeschädel um die Kette? Sowas sieht man nicht alle Tage. Ich habe recherchiert. Vor Ihrer Befreiung. Ich weiß nicht. Ich wollte das alles verstehen. Das hatte der Lieutenant an sich, als sie ins Camp kam. Ich glaube, das ist ihr. Ja, das stimmt. Und ihre Frau heißt nicht Beth. Nein, heißt sie nicht. Und sie haben die ganze Zeit nach ihr gesucht? Ja. Sie fragten, warum? Es ist doch ganz einfach. So wie ich das sehe, verdient kein Mann, der auf der Suche nach seiner Lady durch die Hölle geht, durch einen Strick zu sterben. Moment, Moment mal. Sie helfen mir? Das bedeutet, dass man sie auch hängen wird. Wir gehen nicht zurück. Der Colonel ist total verrückt. Heiliger Krieg, Genozid. Was soll der Scheiß? Ja, gut, was ist der Plan? Was haben Sie vor? Wir gehen nach Osten. Ja, wir wollen bis nach Reno. Sie sollten mitkommen. Nein. Sie können nicht zurück. Die Miliz wird Sie sofort erschießen. Nein, ich werde nicht ohne Sie gehen. Und ich muss nach Norden. Ich muss Iron Mike warnen. Dafür ist es jetzt zu spät. Wieso? Sie haben in der Nacht den Santiam-Pass geräumt. Was? Ein Konvoi brach früh am Morgen auf Richtung Norden. Oh, Scheiße. Sind Sie sicher, dass Sie nicht mitwollen? Ja, bin ich. I'm Iron Mike. Viel Glück für Sie. Hurensohn. Bitten Sie, John. Hey, Curry. Ich hasse diesen Wichser. Als ich dem Colonel von meiner Militärzeit erzählt habe, sagte ich hätte jede verdammte Minute gehasst, aber vielleicht wäre es nicht so mies gewesen, wenn ich unter Ihnen gedient hätte. Scheiß Gesau. Wer weiß. Das kann ja noch kommen. Dann machen wir das so. Wir machen jetzt einen Cut. Fahren zum Lost Lake Camp. Puh, was wir da sehen, wird nicht lustig. Gut,
Ich mache jetzt einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt, Lost Lake Camp. Bis gleich. Ciao, ciao.